Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich mit Musikern. Das ist immer schön, wenn man Musiker hat. Wissen Sie, das hat einen großen Vorteil, er kennt so die Stimme. Ihr müsst jetzt nicht. Also Krachmauer praktisch. Der Musiker macht der Krach, wenn er stimmt. Weil man muss dann selber nicht so viel reden. Ne? Bei mir am Tisch ein Herr, dunkelhäutig, von der Sonne gebräunt, Albert C. Humphrey. Ich wollte mit dem Herrn, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, schon seit Jahrzehnten Sendungen machen. Und es hat mich hingehaut, weil ich mit ihm eine Musiksendung machen wollte. Und früher hat er immer mit ganzen Chören seine Musik gemacht. Da ist dann ein ganzer Gospelchor auf der Bühne gestanden. Und das war mir halt einfach zu viel. Darum habe ich gewartet, lieber Albert, bis du dich gesundheitlich und auch musikalisch etwas zusammengeschrumpft hast. Ja, gut so. Bist du zufrieden mit mir? Passt schon. Hauptsache, wir kämen überhaupt zusammen. Ich finde das auch ganz wichtig. Er ist mir ein hochinteressanter Mensch, Damen und Herren. Die anderen übrigens auch. Darf ich übrigens, grüß Gott sagen? Manomaniac. Manomaniac, dann der Charlie Braun, Herr Braun, meine Verehrung. Und dann Herr aus Niederbayern, Herr Hofherr. Hubert Hofherr. Das hat so was. Hubert Hartlips. Hartlips. Das hat so ein bisschen was wie Landadel, so Hofherr. Ja, also nach dem Sprichwort Hofherr, die ich schieße, altes amerikanisches Ding. Nee, aber ich habe eher gehört, dass die Mittelwald der Hofherr war jetzt nicht unbedingt Landadel, sondern eher ein bisschen, also nicht ganz der hohe Adel. Ein bisschen zurückhaltend. Aber es ist schon beeindruckend, es ist vorhin an den Tisch gekommen, hat dann so zwei so Holzschachtel aufgemacht, die man denkt, was hat er jetzt da drin? Und dann hat er da diese, also eine richtig fette Ansammlung von Blues Harps, oder wie sagt man zu sowas? Das sind Blues Harps. Forzenhobel. Das heißt jetzt immer so. Albert, ich habe mich, während ich auf die Sendung vorbereitete, mit deiner Vergangenheit auseinandergesetzt und habe also festgestellt, dass ich viel über dich noch nicht weiß. Zum Beispiel, dass du a priori gar kein Musiker warst, sondern eigentlich mal Politologe werden wolltest. Das stimmt. Das ist eine lange Geschichte, aber es ist wahr. Ja. Die Leute fragen mich immer wieder, wie käme ich dazu, dass ich Musiker geworden bin. Und ich sage, so wie es ist. Ich habe gemeint, ja, ich wollte Leuten helfen, als ich jung war. Und dann, als ich ein bisschen studiert habe, habe ich festgestellt, dass Politiker einfach Lügner werden. Und, ja, aber du musst doch nicht Politiker werden, sondern Politologe, wenn man ja, Politik studiert. Aber die lügen genauso voll. Ich verstehe es genau. Und das habe ich gedacht, na, bevor ich das werde, dann werde ich lieber Musiker. Das mache ich was Ehrliches, ja. Weißt schon? Ja. Was basisch. Stimmt es, dass Musiker ehrlicher sind als Politiker? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Das sind die ehrlichsten Menschen der Welt. Aber da gehört auch nicht viel dazu. Also ehrlicher zu sein als Politiker, muss man sich nicht anstrengen. Habt ihr jetzt mit dem Stimmen schon fertig? Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass wir eingangs dann so sprechen, im Hintergrund stimmen dann so zwei Gitarristen so ganz romantisch ihre Instrumente. Ja. Sollen wir nochmal stimmen? Sollen wir es nochmal verstimmen? Nein, stimmt sie mal. Das ist ja interessant, weil die haben ja ganz da oben so einen kleinen Fernseher. Ich habe gemeint, die schauen fern, werden stimmen. Ja, das ist die Aufzeichnung von Bayernspur gestern. Ja. Weil das habe ich nicht anschauen können. Und bei mir ist es wie ein Aufnahmenhalt und das haben wir die Kamera genau selber mitgebracht. Ich finde das ja hochinteressant. Wann hast du eigentlich mit der Musik angefangen? Du bist in Los Angeles geboren, habe ich gelesen. Wo in Los Angeles? Du, im Ghettos. Ghetto? Im Ghetto. Eine Ecke, das heißt Watts. Das ist eine der ärmsten Ecken von Amerika, wo die Punk abgeht. Und ja, das in 1951. Ich bin nach Compton, Kalifornien gezogen. Das sind so ungefähr so 5 Meilen weiter weg. Inzwischen sind auch harte Ghettos, da wo die Crips und die Bloods, also die berühmten Gangs, herkommen und stammen. Aber ich bin in München seit, mein Gott, na, es ist schon ewig hier, bin ich nach München gekommen, wahrscheinlich, und zwar 80, glaube ich. 82, ja. Wie war der erste Eindruck, 82? Du, das war schön. Es war sehr interessant. Ich werde es nie vergessen, weil ich habe vorher in Heidelberg gewohnt, Heidelberg. Und als ich nach München kam, haben die Leute, oh, und das Gret, weißt, ja, Christina, gut, ja, was brauchen wir und so. Und habe ich gedacht, um Gottes Willen, was habe ich gesagt? Ich wollte nur bloß wissen, wie kommen wir irgendwo hin? Ja, da ums Eck fahren, dann sehen sie das, da ist erst Straße rechts. Und habe ich gedacht, okay. Und es war schon. Ja, war das nur befremdlich oder war es ein bisschen schockierend? Ja, wir haben
nimmt ja seid doch total nette, höfliche, hilfsbereite Menschen. Klar, klar, aber von Heidelberg, von Schwäbisch oder bis auf Bayerisch, da ist so ganz anders. Das sind jetzt sehr verinnerlicht, die Heidelberger. Das ist also der Mensch, der kleinschichtig, der so bescheiden, wenn es lang sind, ums Geld geht. Ne? Genau, und die reden nicht so laut. Ne? Und nicht so krackert, so wie in Bayern heute. Halt. Aber es ist schon schön, dort zu sein. Ich habe mich schon daran gewöhnt und versuche, ein angepasster Ausländer zu sein, so wie die anderen auch. Und ja. Eigentlich passt du nach Bayern viel besser, weil in Bayern sind es vorwiegend Schwarze, das weiß man, oder? Du, der Roberto hat immer gesagt, wir Schwarzen müssen zusammenhalten. Und es gibt auch sogar einen Witz, wo ein Preis nach Bayern kommt und der Bayern sagt, da ist ein Schwarzer lieber, irgendwie so, habe ich irgendwann mal gehört. Aber ist egal. Nee, es ist schon schön, da zu sein. Normalerweise der Dunkler irgendwie. Bleicht man da dann nicht irgendwann mal aus, wenn man so lange unter Wolken lebt wie in Bayern? Das ist jetzt das Wetter so und dann. Nein, ich käme alle Jahr wieder nach Hause, ich tanke auf, sonnenmäßig und so, und dann käme ich wieder. Und dann fährst du nach L.A. und legst den Sonne, oder? Genau, du sagst es. Venice Beach. Dann wollen wir jetzt ein bisschen Blues hören. Suitcase full of Blues. Schauen wir mal, was ganz oben drauf ist. Walk with me. Hand mit Dame. Dürfen wir da was aussuchen? Du, ich hab gedacht, nein, okay. 3 ist mein Glückzahl, also dann such doch das dritte Lied aus und dann passt es schon. Okay, dann suchen wir jetzt das dritte Lied aus. Was paying my dues to the blues? Genau. Das hat irgendwas mit Zahlen zu tun. Meine Schulden an die Blues zahlen, oder? Genau, das heißt mein Zoll zahlen. Das heißt, jeder von uns muss irgendwas im Leben zahlen, damit man da sein kann. Und Blues zahlen wir alle, weil jeder hat einen Blues. Okay, dann fangt mal an. Ich finde das, find das echt gut. Und ich schaue das jetzt mit dem Mikrofon da hinter, ob es am besten klingt. Du singst dazu. Ein bisschen. Okay, bitte meine Herren, Damen und Herren. I like to present you Alfred C. Humphrey and his Albert C. Humphrey. Was ist denn C eigentlich? Crazy. Crazy? Nein, Albert Charles. Albert Charles. Albert C. Humphreys. Plural, Humphreys. Roots of Blues. That's it? Bitte schön. 2, 3, 4. My dues to the blues just by living every day. Cause bad luck and trouble won't stay out of my way. One day I lost my job, and as if that wasn't enough, my baby called it quits and threw out all of my stuff. I'm paying my dues. Lord, I'm paying my dues. Everybody else got the good life, and I ain't got nothing but the blues. All right now. Just the middle of the night, just a little bit out of town, wasn't no gas station in sight. I tried to walk home, and you wouldn't believe what happened then. The police saw me, now they're taking me in. I'm paying my dues. Oh, I'm paying my dues. Everybody else got the good life, and I ain't got nothing but the blues. I got 5 brothers and 2 sisters in a family, since they all found the luck with the exception of me. Every time I do something to get my feet up off the ground, somebody come along and they knock me back down. I'm paying my dues. People, you know I'm paying my dues. Oh, yeah. Everybody else got the good life, and all I keep getting is the blues. Nothing but the blues, y'all. Saw a falling star, hoping luck would come my way.
But the very next day I looked out of my window and they were towing my car away. Last week I started hustling for a friend of mine. The sheriff picked me up because I had committed a crime. I called my lawyer up to come and post my bail. He said, if you can't pay me, you're going to have to keep your butt in jail. I'm paying my dues. Oh, I'm paying my dues. People, everybody else got the good life, and all I keep getting is the blues. So I ain't got nothing but the blues. That's right. So I ain't got nothing but the blues. Oh, yeah. Everybody else got the good life, so I ain't got nothing but the blues. Oh, yeah, yeah, yeah. Albert C. Humphrey and his Roots of the Blues. So, Herr Hofer, jetzt sind wir mit dran. Also, wir haben ja gerade schon ein bisschen vom Gefängnis und von so Unwägbarkeiten des amerikanischen Lebens gesungen. Sie waren denen ausgesetzt. Ich habe gelesen, Sie sind mal in die USA emigriert, bis dann wieder exmigriert sind. Was ist da passiert? Also, ich bin ursprünglich Realschullehrer, studiert, bin nach dem ersten Staatsexamen in die Staaten nach Chicago ausgewandert und habe da angefangen, als Musiker halt zu arbeiten und habe sogar eine Band gegründet. Lief eigentlich gar nicht so schlecht. Nur, ich habe nicht das richtige Visum gehabt, die Green Card. Nur einen. Green Card oder was? Ja, ich habe nur mehr so ein Jahres-Touristen-Visum gehabt und bin dann immer rüber und rüber, also nach einem Jahr. Und als ich einmal dann nach wieder einem kurzen Urlaub wieder rein wollte, haben sie mir am Flughafen O'Hare so eine kleine Post-Mailing, die ich monatlich verschickt habe an Fans, wo der Terminplan der Band drauf war, also in Kopie vor die Nase gehalten. Und dann musste ich am selben Tag wieder zurück, also zurückgeschickt, alles, ich habe nur einen Koffer mit Sommerklamotten gehabt, alles andere war drüben. Hat nicht sein sollen, war eine sehr schöne Zeit, 2,5 Jahre insgesamt, aber wenn das was gewesen wäre, dann wäre ich halt nicht da und das freut mich auch. Dass wir man muss immer potenzialorientiert gehen. Und jetzt war es halt nur eine Musik oder sind Sie wieder im Schuldienst tätig? Nein, ich habe also mich für die freiberufliche Musikerkarriere entschieden und ja. Aber wenn man das so anschaut, ich meine, brotlos ist es da nicht, weil diese Mundharmonikas, die sind ja nicht billig, also wenn man sowas mal kauft. Ne? Ja, also Gitarre. Also. Was mich immer total fasziniert, ich habe mal mit einem gesprochen, der verdient sein Geld damit, dass er diese Mundharmonikas kauft und dann veredelt und dann für ein Vielfaches von dem, für den Einkaufspreis dann an Profimusiker weiterverkauft. Das machen Sie selber, haben Sie mir vorher gesagt. Ja, also das kann man selber machen und man schraubt das auf ein bisschen und dann kann man halt die Stimmzungen ein bisschen feilen. Also wenn man es am Ende der Stimmzunge mit einer Feile ein bisschen abfeilt, wird der Ton höher und wenn man am Ansatz der Stimmzunge, wo die fest genietet ist, mit einem kleinen Stahlkratzer Material abdruckt, dann wird der Ton tiefer. Also das stimmen die ja noch? Ja, ja, muss man schon. Also die, wenn vom Werk die Oktaven nicht so ganz stimmen oder so, muss man ein bisschen nachstimmen. Entschuldigung, wenn ich so, spielen Sie was anderes auch? Ich habe ewig lang Geige gespielt, Volksmusik viel, eine Klassik. Also wir haben im Bayerischen Wald so eine Sturmmusik gehabt, also sehr viel Volksmusik gemacht. Und wie sind Sie mit den Herrschaften zusammengekommen? Der Albert, wann haben wir uns eigentlich getroffen? Also Mitte der 90er Jahre war das. Ja, ich glaube so 93 haben wir miteinander was angefangen. Weißt du noch, wo das war? Da fragst du mich voll. Da fragst du mich voll. Ja. Das wissen wir nicht mehr. Also wahrscheinlich bist du mal auf ein Konzert von mir gekommen. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Ja. Wissen Sie was, ich sind nur fragen, weil bei Ihnen steht hier drin, dass Sie eine ausdrucksstarke Stimme hätten, mit der Sie das Publikum begeistern. Wie ist denn das so neben Ihrem? Wenn man dann so mitbegeistert, ist er dann immer auch mal ein bisschen sauer. Nein, also bei uns singt ja nur der Albert aus wohlgemeinten Gründen. Und also ich bin da mit der Harmonica Press Abteilung sehr zufrieden. Da sind Sie auch irgendwie stimmlich dann auch blockiert, wenn Sie mit der Harmonika spielen. Also das beides gleichzeitig ist nicht so ganz einfach. Davon abgesehen hat er seine eigene Band, die Ramblers. Und da singt er schon. Der Hofherr Ramblers. Nein. Das war zu früh. Das war zu früh, man soll es jetzt mit dem Hofherr nicht übertreiben. Aber ich finde, das ist ein toller Name, den kann man sich merken. Fast so gut wie Manu Maniac.
Genau. Wo ist der Kunstname, oder? Ja, Künstlername, ja, genau. Zum Hubert seine Haupt muss jetzt noch was sagen, weil es ja geheißen hat jetzt irgendwie, dass es Leute gibt, die das veredeln. Und dass die dann was wert sind. Ne? Also die Haupt, wo der Hubert schon einblasen hat, die er spielt, sind eigentlich unbezahlbar. Also wenn es Frauen sind, sind also die das dann zum Mund führen und dann Hotlips. Mr. Hotlips. Ja. Ne? Ja, genau. Das ja, ist eigentlich haben wir auch schon lange ein Duo miteinander. Also seit, was weiß ich, Hubert, 20 Jahre? Fast. Ja, also 94, 95 umeinander. Kommen Sie also aus dem Niederbayerischen? Ja, ich komme aus Deckendorf und er ist aus der Ecke von Zwiesel. Und witzigerweise haben wir uns auch kennengelernt. Ich habe damals CD gemacht, war ein anderer Hauptspieler dabei. Und dann haben wir CD-Präsentation machen müssen. Und dann hat es zwischen meinem Bassisten, also es war mit Ege, also Trio mit Hauptspieler und so, zwischen meinem Bassisten und dem Hauptspieler einen Streit gegeben. Jetzt habe ich für die CD-Präsentation keinen Hauptspieler gehabt. War der so massiv, der Streit? Der war massiv, ja genau. Also das war mexikanischer Amerikaner oder andersrum und das andere war, ich nenne jetzt keine Namen, völlig wurscht. Auf jeden Fall war ich dann in dem ehemaligen grünen Eck, heißt es jetzt Antons, wo wir übrigens auch in der Besetzung jetzt am 15. November sind. Das grüne Eck in Schwabingen, oder was? Nein, das in Giesing, das ist die alte Blueskneipe, ne? Genau, das ist St. Martinstraße irgendwie 7. 15. November. Und da geht er rein und schauen wir Albert C. Humphrey an. Mit seiner Band. Und da steht ein Hauptspieler auf der Bühne. Den kennst du und, woher? Nein, den habe ich nicht gekannt. Eben, da war er nämlich gerade vorher in den USA, er war gerade frisch zurück aus Amerika. Und in der Pause war ich durch das, dass ich halt da auch drin gespielt habe, sind wir halt immer hinterm Tresen dann gestanden in der Pause und die Musiker natürlich auch. Und dann habe ich den Huber kennengelernt. Beim Konzert von Albert C. Humphrey. Totaler Witz eigentlich, gell? Jetzt sitzen wir da und machen Musik miteinander. Und dann sind wir in Schmatzen gekommen, wenn man so Niederbayern sagt, ja, ich aus Zwiesel, ich aus Deckendorf und so weiter. Und dann habe ich gesagt, du, fällt mir wahnsinnig gut, was du spielst. Und ich habe jetzt ein Problem. Ich habe jetzt eine CD-Präsentation, die machen muss und ich brauche dringend einen Hauptspieler. Und dann hat er die aus dem Stand mitgespielt. Gell? Also mir hat einen Schalter rausgehauen, irgendwie ohne Probe, zack, bumm, irgendwie ist er aufgegangen und hat da einen Klick geklickt. Und so haben wir uns kennengelernt. Und jetzt seit 20 Jahren spielen wir halt im Duo auch miteinander. Also das ist jetzt eigentlich lustig, dass wir jetzt da so alle da sitzen. Also ich am kennengelernt habe beim Konzert, aber so ist das. Since you said we were through, that's when my heart died, 'cause I still love you. Now I'm just down in blue, down in blue. I'm all alone now, there's no more me and you. Can't hide the pain, and I miss you too, 'cause I'm so down in blue. What happened to that love that we once had? I thought it would never go away. Whatever it takes, I want you back again. And I'll do anything to make you stay. I'm down in blue. Life not the same, I can't do this without you. Just say you'll come back, I'll do what you want me to. 'Cause I'm so down in blue. Du kannst ja richtig leise singen. Richtig leise, nett, zurückhaltend, so kenne ich dich gar nicht. Ja, du, das ist ein Samtenlied, das ist ein trauriges Lied. Ja. Erzählt. Niedergeschlagen und traurig, genau, down and blue. Genau, seit sie weg ist und so ist es schon ein Blues, aber ein anderer Art von Blues. Das ist ja Wahnsinn, wenn dann so ein Konzert ist, die Frauen müssten doch dir voll auf die Bühne grätschen, oder? Das ist ja Wahnsinn. Die wollen dich nur noch trösten, oder? Ja, natürlich. Du, wir mussten fünf Leute beschäftigen und vor die Bühne stehen und die Weiber das ist irre. Von mir halten. Du, und von der Hubert. Damen und Herren, seine Locken, die fällt zusammen. Ja. Stell mir vor, wenn du nur Locken hättest, das war ja unerträglich. Hör auf. Damen und Herren, jetzt möchte ich nur kurz mit dem Charlie sprechen. Charlie,
Ich habe da bei dir gelesen, du hast schon im Regen Club gespielt. Das war in den 90er Jahren, das Urgestein des Rock'n'Roll, der Richard Regan. Das ist also sehr, sehr nah an den Ursprüngen. Das war der Münchner Ur-Rock'n'Roller eigentlich. Mit dem haben wir ganz was Lustiges erlebt. Und zwar hat der mal, es ist auch schon bestimmt 15 Jahre, da hat er im Wintergarten gespielt. Und da habe ich dort mal gedreht und hat sich neben mir am Biertisch einer rumgetragen und gesagt, Herr Griebel, fällt Ihnen eigentlich auf, dass Sie der einzige Mann hier sind, der graue Haare hat? Aha. Haben Sie da auch mitgespielt? Es kann sein, Wintergarten, ja. Okay. Da am Kurfürstenplatz in der Nähe. Ja, da haben wir auch zwei, dreimal gespielt. Ja. Das kann schon sein. Füllt Ihr Leben eigentlich Albert C. Humphrey aus oder haben Sie dann noch Zeit für etwas anderes? Das ist mental oder, oder emotional. Also der Albert füllt mein Leben wirklich aus insofern, dass wir eigentlich vor 30 Jahren damals zusammen angefangen haben. Damals waren wir noch minderjährig und durften nur in Begleitung Erziehungsberechtigte und so. Und es war die erste Band eigentlich vor über 30 Jahren und letztes Jahr. Aber auch schon ähnliche Besetzung, also diese akustische Sache. Ich komme eigentlich vom Rock her, vom Bluesrock, und das war für mich natürlich ein bisschen ein Kulturschock, weil ich das nicht so gewöhnt war, die akustische Schiene. Aber dadurch habe ich mich das kennen und lieben gelernt. Und letztes Jahr haben wir uns getroffen wieder. Wir haben uns immer wieder getroffen, die Jahre, auf einem Sommerfest. Und da haben wir ein bisschen gejammt zusammen. Und am Biertisch hat mir der Albert ein paar Texte und ein paar Songs von sich vorgesungen. Und dann haben wir uns kurz später bei mir im Studio getroffen, haben ein paar Stücke geschrieben, haben die CD gemacht. Und so ist das entstanden. Und jetzt sind wir auf Tour und ich freue mich wieder. Es ist wirklich back to the roots im wahrsten Sinne des Wortes. Change my mind. You flirt around too much, and your attitude's way out of line. You're spending too much of my money, and you staying out late at night. You say you're with your girlfriend, but I know something just ain't right. Girl, I ain't gonna be your fool. If you're looking for a fool, baby, it sure ain't me. I remember my mama always saying, what you get ain't always what you see. Girl, you almost had me fooled with your beautiful big blue eyes. But now without your makeup on, I can see under your disguise. So now that it's over, girl, you can pack your things and go. So no, yes, I still love you, but I ain't gonna marry you no more, girl, cause I ain't gonna be your fool. Baby, if you're looking for a fool, girl, it sure ain't me. I remember my mama always saying, what you get ain't always what you see.